Kommentare, ja. Okay, ich muss hier ein bisschen was umdingsen. So, wir müssen mal ganz kurz kontrollieren, ob hier alles richtig ist. Ich muss mal ganz kurz Musik nebenbei laufen lassen, ne? Sonst ignorieren Sie bitte alle. So, besser. Genau, der Wandteppich, der ist dafür da, dass man halt in Inquisition den kannst dann hochladen mit all deinen Entscheidungen, die du bisher so getroffen hast. Ne, damit ihr das dann schon mal so. So, jetzt gucken wir erstmal nach unserem Held, Saika. Ja, wir haben überlebt. Ich muss kurz gucken. Ja, nee, das. Okay. Hält richtig. Gefährten, ich muss ganz kurz gucken. Liebesbeziehung mit Alistair hatten wir im ersten. Hund haben wir. Wurde von uns. Wurde rekrutiert. Wir haben einen Schlüssel. Ja. Die Wächterin wurde Alistairs Königin, das ist richtig. Ja, alles richtig. Das Wesen der Bestie, wir müssen mal ganz kurz gucken. Frieden gestiftet. Ja. Okay, das haben wir auch. Paragon. Branka haben wir besiegt gehabt. Dagmar ging studieren, genau, der herrscht. Es kam nicht zur, wurde kein Sohn, ja, weil wir halt kein Zwerg gespielt haben. Genau, wir hatten sie angelogen. Ja. Wurde nicht durchgeführt. Okay, das haben wir auch alles soweit. Der zerbrochene Zirkel. Wir hatten uns für die Magier entschieden. Der Überlebte. Cullens Bitte wurde nicht erfüllt. Ja, richtig. Denarim. Lieber am Leben. Das Landfing, Alistair. Genau, das ist richtig. Prolog. Wurde geheilt, wurde getötet, ja. Die Urne der heiligen Asche wurde nicht entweiht. Dieses ist richtig. Der Aal von Redcliff. Na? Ja. Ja, Isolde überlebte. Nee. Nee, warte. Hier hatten wir was anderes gemacht, glaube ich, ne? Wir hatten. Das da. Nee, Isolde hatte überlebt, glaube ich. Ja, genau, wir hatten den Zirkel geholt dafür, glaube ich, ne? Ja. Schlaf von Denarim. Ja, wir haben den Erzdämon erschlagen, das ist richtig. Awakening. Genau, den haben wir. Ja. Okay. Hexenjagd. Festung. Ja.
bin gerade, ich muss immer mal so durchgucken. Okay, dann haben wir Origins schon mal abgeschlossen. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Da haben wir nämlich... Wir waren auch eher humorvoll unterwegs. Gefährten. Wir hatten tatsächlich dieses Mal eine Liebesbeziehung mit Anders. Ja, Freunde, Bartrand haben wir auch umgebracht. Ja, Beric trennte sich von dem, ja, blieb am Leben. Doch, sie kehrte zurück. Wurde dem Orishop nicht übergeben. Blieb am Leben. Nee, Anders wurde nicht exekutiert. So. Magier wurden nicht den Templern. Ja, Kelda haben wir getötet, stimmt. Die starb. Der starb auch. Ja, wurde nicht erpresst. Nee, Iduna haben wir getötet. Fenrir ist zu den Dalish gegangen. Otto war den Templars. Man konnte sich mit dem gegen die Funari verbinden? Okay. Ja, das stimmt auch. Ja, das stimmt auch. Ja. Akt 3. Und freigelassen. I'm caught in desire brought up by a liar got burned by the fire. Nee, wir haben uns tatsächlich eine Marie gestellt. Oha. Oha, man kann hier weitermachen. Krass. Oha, die bereiten das für den nächsten Teil vor. Leute, die bereiten das für den nächsten... Oh mein Gott, wie krass. Oha. Oha, Leute. Ja, Vorfahren. 21.10. Leute, die bereiten. Die
bereiten den Teppich hier einfach für den nächsten Dragon Age Teil vor. Wisst ihr, wie geil das ist? Oh mein Gott, ich bin so hart gehypt, Leute. Oha, das ist so krass. Das ist so krass. Oh mein Gott, ich bin maximal gehypt gerade. Okay, wir spielen Inquisition jetzt noch so 2 Stunden an oder so. Ich brauch das gerade, ne? I'm sorry to say that, aber ich brauch das. Junge. Okay, Inquisition haben wir hier. Oh, ist jetzt so toll. Okay, ganz. Ich muss cool bleiben. Ja. Achso, jetzt muss erstmal hier was. Hä? Hat er jetzt irgendwas installiert oder wie? Ah, I love it! Das ist so toll! Okay. Ich habe sonst keine Probleme, ehrlich. Ah, der braucht gerade ein bisschen zum Laden, weil er sich immer wieder mit EA verbindet. Das ist richtig nervig. Könntest du das bitte jetzt starten? Das wäre voll nett. Damit wir weitermachen können. Okay, gut. Wir müssen hier vielleicht gleich ein bisschen was an den Einstellungen machen. Ich sehe es hier unten auf jeden Fall laden. Wir wechseln schon mal zur Maske rüber. Er lädt hier unten, man sieht das. Wir fangen ja eh ein neues Spiel an, von daher ist es egal, welche Speicherdaten der hinterlegt hat. Hier, 2014 kam das raus. So, jetzt muss ich mal ganz kurz hier ein bisschen was ändern. Now Stream Info. So, Dragon Age Inquisition. Rausnehmen. Dragon Age Inquisition. Fertig. So. Haben wir das schon mal gemacht? Ihr müsst mir halt sagen, wenn es zu leise ist oder so, ne? Was zum Teufel? Zugriff zulassen. Was ist los mit dir? Hat er sich mal ganz kurz minimiert? Nur richtig frech einfach. Okay, Optionen. Wir gucken jetzt erstmal Spiel. Okay, zurück. Benutzeroberfläche. Ja gut, Steuerung, da müssen wir nichts dran machen. Audio. Dialoge machen wir auch extra laut. So. Man liegt auf Grundlage einer typischen Hardware, welche dynamische Software noch die beste leise dann wird. Okay. Wir machen die Untertitel mal an. Sprache Deutsch, Deutsch, Hintergrund, Ausgabe, okay. Ja, so, jetzt gucken wir erstmal. Okay, hier kann ich nichts.
kann ich nicht weiter was groß anbringen. Ah, hier Grafik. Auflösung 100. Individuell. Inquisition. Wir sind endlich soweit. Endlich können wir es spielen. Wir haben die ganze Zeit in Dragon Age 2 herumgepimmelt und jetzt können wir endlich das hier spielen. Und Leute, es wird einfach super. Genießt es, so wie ich. Wir nehmen auf jeden Fall weiblich, weil wir sind Weibchen. So, wir könnten Mensch sein. Elf, Zwerg oder Kunari. Ne, das ist jetzt das komplett neu Kunari. Ja, wir haben tatsächlich jetzt beim letzten Mal den Menschen wählen müssen. Nein, ich wollte kein Elf sein. Leute, ich bin ganz ehrlich, normalerweise würde ich jetzt Elfin nehmen, ne? Aber ich habe eine Storyline im Kopf und die würde ich gerne durchziehen. Das heißt, es tut mir leid, es wird langweilig, wir machen den Mensch. ich werde aber, wie gesagt, das wird nicht der einzige Durchlauf sein. Wir werden jede Rasse spielen und wir werden auch einmal einen kompletten Durchlauf als Mann machen, definitiv. Aber wir machen jetzt erstmal den Menschen. Und auch hier werden wir wieder eine Magierin sein. Ich weiß, es ist ein bisschen langweilig, weil wir das in Dragon Age 2 auch schon hatten, aber hier ist der Magier halt wieder komplett anders als wie in Dragon Age 2. Es ist halt, ne, aber wie gesagt, in der Storyline, also die Storyline, mit die ich im Schädel habe, ist, muss sein. Es tut mir leid. Irgendwie tut mir das nicht leid. So, wir machen auf entspannt. Ne? So. Als Spross der Adelsfamilie Trevelyan aus Ostwick in den freien Marschen warst du eigentlich für ein privilegiertes Leben bestimmt. Als jedoch in deiner Kindheit deine magischen Fähigkeiten erwachten, warst du fortan gezwungen, im Zirkel der Magie von Ostwick ein Leben voller Einschränkungen zu führen. Beschützt, aber auch überwacht, ausgebildet, aber auch isoliert, wäre der Zirkel deine gesamte Zukunft gewesen, wenn die Magier nicht gegen die Herrschaft der Kirche rebelliert hätten. Das, was in Dragon Age 2 passiert ist, ne? Anschließend blieb dir keine andere Wahl, als gegen Templer, die Jagd auf alle freien Magier machten, um dein Leben zu kämpfen. In der Hoffnung, einen Frieden mit den Templern aushandeln zu können, hast du dich einer Abordnung von Magiern angeschlossen, die einem Konklave der Kirche beiwohnten. Es ist nicht sonderlich gut verlaufen. Möchtest du eine individuelle Weltlage? Ja. Das ist das, was wir eben hochgeladen haben, meine Süßen. Nehmen, bestätigen und es geht los. Hier wird die Steuerung auch wieder ein bisschen anders sein. Ich freue mich so. Ja. Ah, schön. Entschuldigung. Ich liebe diese Reihe einfach so hart. Natürlich gehen wir erstmal in die Charakterstellung. Oh. Anpassen. Allgemein.
Gesichtsform. Ja, die anfängliche Gesichtsform gefällt mir tatsächlich am besten. So. Können wir auch so lassen. Okay, beim Taint kommt es ja immer so drauf an, ne? Wie jung, wie alt. Ich weiß, wir stecken jetzt erstmal 10.000 Jahre wieder in der Charaktererstellung fest. Das ist ganz normal. Augenfarbe. Ich wünschte, ich könnte näher ran. So, grüne Augen bin ich immer da. So, wir gucken uns natürlich jede einzelne. Ja, da sehe ich uns. Sexy, oder? Wir haben dieses Mal ein bisschen mehr Auswahl, was die Frisuren angeht. Minimal mehr. Na, man kennt's. Die Frisur habe ich immer super gerne als Elfin, tatsächlich. Na? Aber... Ja, Musik, du musst nicht so bedrohlich sein. Wir haben Zeit. Wir haben keinen Zeitdruck hier. Hoffe ich. Nein, wir haben keinen Zeitdruck. Wir können hier ganz in Ruhe unseren Charakter erstellen. Es ist vollkommen in Ordnung, dass wir uns da Zeit lassen können. So, das ist die Frisur, die uns vorgegeben war. Ich finde das immer so ein bisschen schwierig. Leute. Hauptsache, man hat ganz viele Glatzenhaare. Schrecklich. Man hat halt nicht so wirklich Auswahl, was hübsch, ne, wäre. Haarfarbe, wir gucken. So ein ganz tiefes Rot. Da sehe ich uns so ein bisschen, ne? Ja. Ja, doch, das hätte ich schön. Ihr lasst mir keine andere Wahl! Was genau wird es mich kosten? Ihr lasst mir keine andere Wahl! So. Ich finde die Ohrengröße tatsächlich in Ordnung. Ich glaube, man kann die noch ein Stückchen. So. Ja, so finde ich die ganz gut. Ja. Ohrläppchengröße. Wollte mich vereiern. So, man kann die so ganz so tief oder so richtig hängend. Nee, ich finde das so schon in Ordnung. Das ist vollkommen gut. Wangenknochen. Die Wangenknochen sind hier das hier, glaube ich, ne? Ja. Oh, guck mal, hier so eingefallen. Nee, ich fand die Voreinstellung eigentlich schon ganz okay. Ja. Schwierig. Ja, schwierig. Das sieht nicht so... so aus wie Scan hätte. Es ist ein bisschen. Es ist halt viel rumspielen, ne? Brauengröße. Wollte mich vereiern.
Position ist eigentlich auch okay. Augenbrauenstil. Ja, da sehe ich uns. Okay, da haben wir gar keine Wimpern, so wie keiner. Jetzt wird's tricky. Das ist eigentlich immer so die perfekte Nase, finde ich. Ja, wir gucken mal. Ah, obwohl die. Ja, doch, die finde ich eigentlich. Die ist gut. Nasenrückengröße. So, das. Nasenlochgröße, genau die wollte ich eigentlich ein bisschen kleiner machen. Gebrochene Nase wollte ich eigentlich nicht haben. Ein bisschen kleiner schadet halt nie, finde ich. So. Mundform. Der erste, der sagt mir schon sehr zu. Ne, ich würde den ersten tatsächlich nehmen. Der ist vollkommen in Ordnung. Und Breite. Ne, finde ich eigentlich. Das finde ich tatsächlich total. Der Mund, so wie er ist, finde ich perfekt. Kieferpartie. Die finde ich eigentlich auch komplett in Ordnung. Ja, bis jetzt finde ich, bin ich eigentlich echt zufrieden. Narben und Tätowierungen. Tätowierungsdesign. Da hat man halt auch nicht so. Na. Nicht so wirklich, ne? Nee. Komm.
Das ist ganz hübsch. Tätowierungsfarbe lassen wir so. Make-up. Oh, Baby. Jetzt geht's ans Eingemachte hier. So, wir haben grüne Augen. Wir könnten eigentlich so ein bisschen grün. Nein, Scherz. Wir machen hier so schön schwarz oder weiß. Nee, schwarz ist in Ordnung. So ganz dezent. Das reicht ja. Weißt du? Schwarz bleiben. Glanz. Ja. Ja, ich bin eigentlich echt zufrieden. Sorry, bei mir heißen sie alle Psyka. Sarah, hallo. Schön, dass du da bist. Willkommen bei uns. Gerade mit der Charaktererstellung fertig geworden. Wir fangen gerade frisch mit Dragon Age Inquisition an, nachdem wir eben Dragon Age 2 durchgespielt haben. Aua. Oh, ich hasse Spinnen. Es ist so eklig, ne? Ich hasse es. Es müssen immer Spinnen sein.